Bastelzeit und es geht mal wieder so um Feuerzeugs. Ihr habt ja gesehen, ich habe in letzter Zeit so ein bisschen wieder weitergemacht bei meinen Funkrauchmeldern für die Bereiche, in denen ich keine Kabel so wirklich ziehen kann. Außerdem in den Bereichen mit Kabeln habe ich normale Rauchmelder, die entsprechend dann per Kabel angeschlossen sind. Und die Rauchmelder, die machen halt ein bisschen mehr als so der typische Rauchmelder, den ihr vielleicht von zu Hause kennt. Zum einen, sie sagen mir regelmäßig Bescheid, dass sie auch noch funktionieren. Das heißt also, sowas wie leere Batterie gibt es nicht. Und was sie auch machen, je nach Bereich, sie schalten Dinge aus. Ich habe ja sehr viel, was auf 12 Volt läuft, da sind Transistoren dahinter. Wenn der Feueralarm auslöst, dann schaltet er den Safter ab. Und genauso auch bei 230 Volt habe ich ein paar Sonoffs verteilt und solche Sachen. Das heißt also, auch da wird der Strom ausgeschaltet, weil das ist ja doch so bei mir das, was das größte Risiko hat. Und wenn man den Strom ausmacht und etwas vorher heiß gelaufen ist, mit etwas Glück kühlt es halt ab. Gut, da gibt es auch noch jede Menge andere Sachen, die wir alle mal irgendwie hier in ein Video verpacken müssten. Aber momentan fehlt mir so ein wichtiger Punkt. Denn diese ganzen Sachen, die funktionieren zwar, sagen mir auch regelmäßig Bescheid, schalten die Sachen ab, aber manchmal möchte man nicht, dass Dinge ausgeschaltet werden oder er Bescheid sagt. Kleines Beispiel, wenn ich gerade irgendwas mache, was auf jeden Fall Rauch oder irgendwelche anderen Aerosole hier produziert und ich im Raum bin, dann muss der Rauchmelder halt nicht so direkt da mir den Saft killen. Und dafür brauche ich irgendwas, um das ein- und auszuschalten. Ich bin dann auf eBay gegangen, habe Dinge gesucht und habe Dinge gefunden. Und was gibt's Schöneres, wenn man eine Brandmeldeanlage, auch wenn sie natürlich nicht zugelassen ist und man trotzdem noch die echten Rauchmelder braucht, aber gehen wir mal davon aus, ich möchte meine Brandmeldeanlage konfigurieren, umschalten, ausschalten. Was gibt's da Schöneres als ein Feuerwehrbedienpanel einer echten Brandmeldeanlage? Kam gerade günstig auf eBay rum. Ich habe es mir mal geschnappt und dann gucken wir mal, wie so ein Feuerwehrbedientableau oder wie auch immer das hier heißt, von innen aussieht, was für ein Technik drin ist und wie wir das für meine Zwecke dann hier umbauen können. Wenn wir auf die eigentliche Fläche gucken, da sehen wir nicht viel mehr als das, was wir eben schon hatten. Das, was wir so durchs Fenster gesehen haben. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal die LEDs und Beschriftungen durch, was die denn bedeuten. Die erste ist relativ einfach. Grüne LED, Bedienfeld in Betrieb. Das ist nichts anderes als die Power-LED sozusagen. Damit kann man sehen, dass die ganze Anlage hier okay ist. Die nächste, UE ausgelöst. Das ist eine rote LED, das heißt Übertragungseinrichtung ausgelöst. In diesem Fall heißt das, dass ein Alarm stattgefunden hat und die Übertragung gestartet ist. Damit ist üblicherweise gemeint, dass eine Info an die Feuerwehrleitstelle oder Rettungsleitstelle erfolgt ist, dass da ein Problem ist. Wenn die also rot ist, dann ist entsprechend die Feuerwehr sozusagen schon auf dem Weg. Die nächste, ähnlich, auch eine rote LED-Löschanlage ausgelöst. Ihr kennt vielleicht von einigen größeren Firmen oder Läden oder sowas, dass es da zum Beispiel Sprinklersysteme gibt. Die haben Wasserröhrchen, kleine Kapseln. Wenn da die Hitze platzen, dann wird der Laden dann mit Wasser geflutet. Das wäre eine Art von Löschanlage. Gibt natürlich noch andere, gibt Gaslöschanlagen und so weiter. Die würde entsprechend dann hier angezeigt. Das heißt, wenn die Lampe an ist, dann weiß man, okay, da ist schon jetzt irgendwie so Wasser oder Gas oder sowas unterwegs. Auch gut zu wissen. Das nächste, gelbe LED, Brandfallsteuerungen ab. Das ist zum einen eine gelbe LED und ein Taster. Und dieser Taster, den können wir reindrücken, der bleibt dann unten. Und wenn wir nochmal drücken, geht er hoch. Damit können wir also etwas ein- und ausschalten. In diesem Fall heißt es ausschalten, und zwar die Brandfallsteuerungen. Das könnte zum Beispiel sowas sein, dass Maschinen automatisch abgeschaltet werden oder bei mir halt Stromkreise automatisch abgeschaltet werden. Wenn wir das reindrücken, dann wird das abgeschaltet. Das heißt also, dann ist das aus. Es würden in einem Alarmfall keine Abschaltungen erfolgen. Erst wenn wir das hier wieder aktivieren, ist das wieder möglich. Der Taster ist, wie auch die anderen, die sich einschalten lassen, dann unten bleiben, beleuchtet. Das heißt also, wenn wir hier am Feld das Ding reindrücken, dann leuchtet entsprechend der Taster und die LED daneben zeigt es auch an. Das hat den Hintergrund, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, solche Sachen ein- und auszuschalten. Üblicherweise wird das nämlich an der Brandmeldeanlage selber gemacht. Dann geht nur die LED an, aber der Taster bleibt draußen. Und so sieht man dann direkt an dem Feld hier, ist es abgeschaltet worden hier an diesem Feuerwehrbedienfeld, also durch die Feuerwehr, oder wurde es durch den Betreiber an der Brandmeldeanlage abgeschaltet?
Ähnlich das nächste, gelbe LED, wieder so ein Taster, der unten bleiben kann, akustische Signale ab. Damit können wir ausschalten, dass akustische Signale, wie zum Beispiel irgendwelche Sirenen und Brandmeldertröten da losgehen. Auch das eine Möglichkeit, hier ein- und auszuschalten. Sollte man sinnvollerweise beides oder alles hier nicht machen, wenn die Anlage sinnvoll läuft. Das ist meistens, wird das verwendet bei Tests, wenn man weiß, dass man an der Anlage arbeitet oder sowas, dann manuell eingreifen kann. Das nächste gehen wir mal hier runter, UE ab, das ist die Übertragungseinrichtung, das heißt, wenn wir die einschalten, erfolgt keine Übertragung bei Alarmen an die Rettungsleitstelle. Natürlich auch eher was, wenn man die Anlage gerade am Testen ist, nichts für den Dauerbetrieb. Die nächsten beiden hier, die haben entsprechend nochmal eine Klappe drüber, das ist nochmal die Sicherheit, dass da keiner aus Versehen drauf drückt, weil das wäre gegebenenfalls schlecht. Da haben wir einmal BMZ rückstellen, das ist diesmal nur ein Taster, der bleibt nicht unten. Und der stellt die Brandmeldezentrale zurück. Das heißt, wenn ein Feueralarm ausgelöst wurde, ist die eigentliche Brandmeldezentrale, das ist ja nur ein Bedienteil, nicht die eigentliche Anlage, aber die eigentliche Steuerung, die ist dann im Alarmmodus. Und die bleibt so lange im Alarmmodus, bis das hier jemand quittiert hat und gesagt hat, ja, ich habe geprüft, da ist definitiv kein Feuer, beziehungsweise das Feuer ist gelöscht. Und hier dann sagt, okay, kannst wieder in den Normalbetrieb gehen. Das hat den Hintergrund, naja, zu dem Kasten hat üblicherweise, wie gesagt, nur Leute, die wissen, was sie tun, du überschlüsseln einen entsprechenden Zugriff, sodass nicht ein Mitarbeiter hingehen kann und sagen kann, ich habe da aus Versehen einen Papierkorb angefackelt, mach mal aus hier, da ist schon nichts. Denn auch wenn ihr schon ein Feuer gelöscht habt, üblicherweise sollte die Feuerwehr dann schon noch kommen und eine sogenannte Brandnachschau machen, also nochmal nachgucken, dass es auch wirklich richtig gelöscht ist. Denn das wäre ungünstig, wenn unten drin doch noch so ein Glutnest ist und das dann irgendwann nachts, wenn keiner mehr da ist, wieder Feuerchen macht. Deswegen besser nochmal drauf gucken lassen. Letzte Taste, UE-Nummer, weißes Feld prüfen. Das ist einfach nur, um zu gucken, dass die Übertragungseinrichtung, also diese Info an die Leitstelle, funktioniert. Damit kann man einen Test auf die Leitung legen. In dem weißen Feld ist üblicherweise die Nummer eingetragen. Das heißt also, unter welcher Leitungsnummer oder Übertragungsnummer das Ding in der Leitstelle bekannt ist. Das ist einfach nur nochmal, um da den Leuten vor Ort es einfacher zu machen, wenn sie da irgendwas debuggen wollen. Ja, im Prinzip das hier also relativ einfach. Wir haben irgendwie 5 Taster und 7 LEDs. Es ist jetzt nicht wirklich komplex, aber halt alles Metall und genormt und es sieht halt imposant aus. So. Sollte man natürlich nirgendwo hinhängen, wo eventuell Leute verwirrt sein könnten, dass da plötzlich eine Anlage ist. Ich werde ja auch, wenn ich das aufhänge, natürlich das Feuerwehrbedienfeld und so ein bisschen abändern, sodass sich da keiner irgendwie verwirrt fühlen sollte. Und davon abgesehen, dass die Feuerwehr in dem Bereich eigentlich wissen sollte, dass es in dem Gebäude keine Brandmeldeanlage gibt. Jedenfalls keine offizielle. So. Wie sieht das Ding jetzt innen drin aus? Das ist für mich dann doch interessanter. Sind es wirklich nur Taster oder ist hier noch Logik drin? Wir haben so 4 von den Muttern und dann können wir hochmachen und uppala, da ist doch mehr drin, als es im ersten Moment aussieht. Und ich würde sagen, ich nehme das mal gerade auseinander, hole die Platine raus und dann gucken wir uns das ein bisschen größer an, was wir da für Chips und Module und so weiter verbaut haben. Also schauen wir doch mal, was wir hier Schönes haben und wie wir sehen, da ist ein bisschen mehr drauf, als man so denken würde, wenn man von draußen drauf guckt. Was schon mal direkt auffällt, wir haben hier oben 5 Relais, 5 Taster. Ich gehe mal sehr stark davon aus, das ist, um die Taster und die Ausgänge entsprechend da zu trennen. Was ebenfalls relativ interessant ist, sind die hier. Wir haben hier bei jeder LED außer der Power-LED einen Gleichrichter dabei. Also offenbar auch an der Stelle irgendwas, um das Ganze ein bisschen universeller zu machen. Was wir ebenfalls haben, hier diese ICs, die wir hier sehen, das sind Optokoppler 4 Stück. Also noch mehr Trennung. Wir haben jede Menge Jumper, die hier rum sind. Das wird auch damit zu tun haben, dass das hier mit verschiedenen Anlagen laufen sollte. Da kann man zum Beispiel dann umstellen, ob der Taster jetzt nach Plus zieht, also nach High oder nach Low. Man wird einstellen können laut Datenblatt, ob die LEDs auf High oder Low reagieren. Und so kann man dann das Ganze hier an die entsprechende Brandmeldeanlage vor Ort anpassen. Was wir auch noch haben, wir haben den Hersteller, den richtigen. Das ist Wiesmeyer Fernmeldetechnik. Die Webseite ist irgendwas von Copyright 94 und so sieht es auch ein bisschen aus. Leider keine Anleitungen oder irgendwas.
Und ja, auch der hat eine Seriennummer, die fängt mit 83 an. Könnte eventuell passen, dass das aus der Zeitspanne stammt. Keine Ahnung, ich habe sonst leider nichts gefunden, was so aussieht, als ob hier etwas ist mit einem Datencode. Und last but not least haben wir hier noch ein Philips. Das ist ein 4027, das ist ein Dual JK Flipflop, also auch kein Prozessor oder irgendwas. Das hier ist alles eher mit einfacher Logik gestrickt und das möchte man ja auch eigentlich haben, denn je weniger Logik drin ist, desto weniger kann da auch schief gehen. Und bei sowas wie einer Brandmeldeanlage möchte man eigentlich ja Zuverlässigkeit haben. Last but not least, hier oben 7812, ein klassischer Linearregler auf 12 Volt runter, auch nicht wirklich etwas Besonderes. Der Anschluss an die Brandmeldeanlage, der erfolgt hier über diese Schraubklemmen, die hier auf dem Board angelötet sind. Wir sehen, wir haben 36 einzelne Pins oder Kabel, die wir anschließen können, um wirklich hier jede Funktion irgendwie abgreifen oder ansteuern zu können. Es gibt zusätzlich hier hinten noch etwas, das ist nicht aufgelötet. Ich gehe mal davon aus, das ist für Tests in der Produktion. Und auch sonst haben wir ein paar Sachen, wie zum Beispiel hier der PJ1 oder auch hier unten dieser PJ3, der ja ein bisschen mit dem Messer bearbeitet wurde, die da anscheinend nicht bestückt sind und ja, irgendwie da wohl eher für die Herstellung gedacht sind als für das letztendliche Modell. Zu den Tastern noch, die kann man oben abmachen, den Deckel, und darunter befindet sich Platz für eine LED. Teilweise sind welche bestückt. Teilweise nicht, also auch die Taster können zum Teil leuchten. Auf der Rückseite ist nicht viel zu sehen. Wir haben relativ viel oben unten, was dafür spricht, dass da eventuell ein Autorouter im Einsatz gewesen sein könnte. Nochmal den Text, dass das entsprechend hier von diesem Wiesmeier ist, Firma Wiesmeier. Ich hatte das jetzt gespiegelt, dass wir das hier übereinander legen können, für den Fall, dass wir was nachgucken müssen. Aber ja, sonst nicht wirklich viel zu sehen, alles passiv. Und ich werde jetzt mal hingehen, da das ja quasi universell ist, ob es hier zufällig einen Standard gibt, wie diese Pins belegt sind und was die tun. Ja, und ich habe leider schlechte Nachrichten. Klappt nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe nämlich mal rausgetraced, und zwar die ganzen LEDs und Taster, beziehungsweise Schalter, habe ich geholt. Abgemessen kommt das irgendwo hier auf den Schraubdingern raus. Viele von den LEDs und Tastern kann ich direkt abgreifen, ein paar nicht. Das geht aber dann über hier solche Jumper. Da kann ich einfach den Jumper runterziehen, ein Kabel draufstecken, so ein Tupon-Kabel, und dann passt das. Aber leider ist hier was kaputt. Und zwar, wir haben drei von den Tastern, die hier, die so rastend sind, die haben jeweils eine LED in der Mitte. Und bei dem Taster hier ist die LED kaputt. Das ist natürlich doof. Ich meine, am Ende, das ist eine normale, ich glaube, eine 3 mm müsste das sein, LED in Gelb. Da habe ich auf jeden Fall noch welche von da. Daran soll es jetzt nicht hängen. Aber das heißt natürlich, ich muss dran rumlöten. Ist dann nicht mehr im Originalzustand. Meh. Und kurzer Spoiler vom Zukunfts-Ich. Nein, man muss nicht löten. Der Hersteller der Taster hat davor gesorgt. Man kann die LED nämlich einfach rausziehen und ersetzen, ohne dass man da irgendwas löten muss. Zumindest, wenn man es vorher weiß. Wenn ich eh dran rumlöten muss, dann mache ich es jetzt direkt komplett neu. Das heißt, ich werde hingehen, werde auch die LEDs hier neu verkabeln. Einfach mit dem Hintergrund, die LEDs haben hier einen Widerstand jeweils mit dabei. Und dieser Widerstand, der ist ausgelegt für 12 Volt. Ich werde dann jetzt auf der Rückseite direkt andere Widerstände anlöten. Einfach mit dem Hintergedanken, dann kann ich irgendwie mit 3,3 oder 5 Volt, also einem Arduino oder einem ESP da dran. Das ist für mich dann deutlich einfacher. Die LED tausche ich noch und ja, dann sollte das zumindest wieder wie original aussehen, auch wenn es nicht mehr ganz die originale Elektronik ist. Dann schauen wir mal, ob wir den hier rausoperiert bekommen. Ich sehe hier an der Seite auf jeden Fall schon mal, dass da Laschen sind. Ich hoffe einfach, dass man den reindrücken kann und dann dieses obere weiße Teil abheben kann. Das wäre natürlich am einfachsten. So wie ich mein Glück kenne, werde ich dabei den Schalter komplett zerstören, aber probieren müssen wir es wohl. Irgendwie wird das bestimmt funktionieren. Okay, der hat sich doch ein bisschen sehr viel mehr gewehrt, als mir das lieb war. Drei Laschen außenrum. Eine Seite hat keine. Nach dem Auslöten kam ich halbwegs dran. Wenn wir das jetzt auseinandernehmen, sehen wir das hier. Und wir sehen schon, da ist ein bisschen was an Mechanik drin. Wir haben hier unten zwei separate Schalter, die hier entsprechend Kontaktflächen haben. Das müssten die hier außen sein. Wenn ich richtig sehe, hat jede Seite einen großen und zwei kleine Mitnehmer. Wir haben eine Feder, die das Ganze nach oben drückt. Und, ei, da haben wir so ein paar Schmauchspuren.
glaube, da ist eine LED etwas warm geworden. Ein Pin von der LED ist hier unten drin. Der sitzt noch im Sockel, der andere hängt hier dran. Und die LED, die ist noch nicht mal reingelötet oder so, sondern einfach nur reingesteckt in hier solche Halter. Das heißt, den tue ich einfach wieder unten rein und hier müsste die LED drin sein. Die müssen wir natürlich noch irgendwie rausoperieren. Und es klappt natürlich vorne und hinten nicht. Muss ich mal schauen. Oh, interessant. Aber das, die Schnaufspur ist am Schaltkontakt. Das ist nicht an der LED. Sollte nicht sein, aber soll mich auch nicht weiter stören. Also der Schalter hat auf jeden Fall noch funktioniert. Ich probiere mal weiter, die LED hier irgendwie rauszudrücken. Ach, die muss auf jeden Fall nach oben raus. Ja, und das ist dann Kategorie nachher ist man immer schlauer. Unten waren ja nur hier diese Federn, wo die LED drin war. Und oben, naja, mit ein bisschen guten Willen, kann man tatsächlich die LED sich krallen. Und jetzt ist sie draußen. Sie so rausziehen. Ich hätte also gar nicht entlöten müssen. Hätte so funktioniert. Ja. Na gut, jetzt habe ich die LED. Ich gehe davon aus, sie wird immer noch nicht funktionieren. Dann gucke ich mal, es ist tatsächlich nur eine 3mm LED. Ah, ich müsste auf jeden Fall noch welche haben. Und machen wir noch eine kurze Gegenkontrolle. Leuchtet das Ding wirklich nicht mehr? Strom an. Schauen wir mal. So rum. Nix. Und andersrum. Auch nix. Okay, die LED ist also definitiv durch. Dann gucke ich mal, weil ich einen Ersatz habe. Ja, noch besser. Ich habe noch eine normale LED gefunden. Das macht das Ganze natürlich noch einfacher. Noch die Beinchen irgendwie gerade machen und mal gucken, ob sie noch geht. Aber die ist eigentlich aus einem Projekt, wo ich nicht zu böse zu den LEDs war. Also das sollte eigentlich passen. Also schauen wir mal. Und ha, leuchtet. Wunderschön. Gut, dann können wir die einfach hier drin ersetzen. Ich muss jetzt mal gucken, wie die Polarität ist. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Polarität. Können wir es hier irgendwo sehen? Dann müssen wir wohl oder übel einmal messen. Das ist richtig rum, das heißt plus hier, plus unten. Das heißt, bei denen, die wir ausgelötet haben, wäre da plus. Das heißt plus nach unten. Einmal rein. Und dann sollte sich das irgendwie wieder hier zusammensetzen lassen. Hoffe ich. Mal schauen, der war so da drin. Okay, rastet im Moment nicht. Wobei, ist das überhaupt ein Rastender? Doch, das war mal ein Rastender. Ja. Ich hoffe, das fängt sich wieder. Zack. Und rastet er wieder? Ja, er rastet wieder. Also der Schalterpart geht schon mal. Die LED ist noch ein bisschen weit oben. Das können wir aber jetzt ja nach und nach abschneiden. Theoretisch kann man die jetzt ja ziehen und wieder richtig rum einsetzen, hoffe ich. Also schneiden wir das mal ungefähr auf die korrekte Länge. Dann probieren wir das nochmal. So rum. Wenn wir alles richtig gemacht haben, dann müsste der jetzt noch in der Lage sein, so zu leuchten. Und yay! It's alive! Jetzt muss ich es nur noch wieder hier drauf festlöten, was spaßig wird, weil die Löcher dummerweise, wie man sieht, zu sind. Yay! Aber hey, Gewalt ist manchmal halt doch eine Lösung. Zumindest wenn die Zange lang genug ist. Rein da! So, alles wieder zusammen und ja, quasi wie neu. Zumindest solange man nicht von unten guckt. Die Lötstellen sieht man halt. Naja. So, das Ding ist jetzt umgebaut. Ich habe einfach die Taster und LEDs direkt abgegriffen, die Vorwiderstände auch passend gemacht. Und im Moment steckt hier ein STM32 drin. Im Moment einfach nur mit USB nach draußen zum Programmieren. Ich habe noch nicht entschieden, wie ich mich da bustechnisch anbinde. Wahrscheinlich wieder kann oder sowas. Wenn wir das Ganze mal einstecken, dann sieht das hier so aus. Wir haben entsprechend hier blinkende Sachen, die in Realität überhaupt nicht blinken können. Das war einfach nur ein Testcode. Und ja, ist alles natürlich Software, per Software kontrolliert. Das heißt, wir können hier unten, der Knopf hängt im Moment ein bisschen, weil der STM hier unten reingequetscht ist. Aber man sieht, wenn man den hier drückt, geht oben die LED an. Und man sieht eventuell, wenn ich drücke, da ist so 250 Millisekunden Delay drin. Einfach, dass ich sehe, dass es wirklich vom Prozessor kommt. Die Knöpfe hier, prinzipiell gehen sie zwar. Wir sehen, wenn man reindrückt, hier geht entsprechend die Knopfbeleuchtung an und kurz danach auch die hier.
In Theorie kann ich die Knopfbeleuchtung auch steuern, allerdings darf dann keiner drücken, weil dann wäre das ein Kurzschluss. Die sind relativ hart da drin und ich wollte jetzt nicht auf dem Board irgendwelche Traces durchschneiden. Deswegen habe ich es jetzt erstmal so gelassen. Ich denke nicht, dass ich in eine Situation komme, wo ich die LEDs separat steuern müsste. Deswegen, ja, geht auf jeden Fall so. Und wir sehen, wir können die hier nach und nach einstellen. Und ja, so ist das Ding hier zumindest ein bisschen recycelt. Das Ganze sieht natürlich auch gerade im Dunkeln dann imposant aus, wenn wir hier mal die ganzen LEDs einschalten. Das hat schon einen gewissen Touch, wenn das hier so vor sich hin blinken kann. Ich muss natürlich noch ein bisschen was an der Optik machen. Das sollte natürlich nirgendwo als Feuerwehrbedienfeld in dem Fall auftauchen. Jedenfalls nicht, solange da nichts Gleichwertiges dahinter hängt. Und meine Selbstbasteleien sind natürlich keine echte Brandmeldeanlage. Auch wenn ein paar Sachen identisch sind. Gut, das Ding hier ist auf jeden Fall jetzt nicht mehr reif für einen Schrott. Das Einzige, was ich machen musste, reparieren musste, ist eine LED. Und der Rest hätte ich eigentlich nicht machen müssen, wenn ich eine richtige dran hätte. Aber da ich mir selber baue, entsprechend diese Prozessorsache hier dahinter gebaut. Ihr seht, der Code ist auch so mäßig. Wenn ich die hier anhabe, geht der hier nicht mehr. Der kommt dann irgendwie, wenn ich die hier ausschalte. Der Code braucht noch viele Verbesserungen. Das war jetzt einfach nur mal so ein paar Zeilen, um zu gucken, dass der ganze Kram überhaupt funktioniert. Und das tut er offenbar. Alle LEDs laufen, alle Knöpfe laufen. Und ich denke, damit komme ich weiter. Genug davon. Panel selber ist auf jeden Fall interessant. Es ist Technik drin. Die Technik war für mich überraschend viel. Jetzt, wo ich nachgelesen habe, aber auch ein bisschen überraschend wenig. Denn bei den aktuellen Panel jedenfalls ist es so, dass zum Beispiel die... ich glaube, das BMZ-Rückstellen oder so war es, das muss 15 Minuten lang leuchten, es sei denn, man quittiert es hier. Und bei der Beschreibung hätte ich eigentlich gedacht, dass das hier drin implementiert ist, dieser 15-Minuten-Timer. Hier ist nichts drin, was 15 Minuten zählen kann. Von daher muss es wohl von der BMA kommen. Das ist etwas, wo ich es nicht erwartet hätte, weil in der BMA kann halt der Endanwender rumfummeln. Das Panel hier, ich habe nochmal nachgefragt, der Schlüssel, den hat tatsächlich normalerweise nur die Feuerwehr. Das heißt also, selbst derjenige von dem Gebäude, wo es drin hängt, hat da normal keinen Zugriff drauf. Es sei denn, er haut die Scheibe ein und das wäre ungünstig. Das merkt man. Entsprechend das hier natürlich am Ende kein Feuerwehrbedienpanel. Voilà. Das kleben wir natürlich schön hochprofessionell nachher mit ein bisschen Klebeband zu und so weiter. Markieren das Ganze, dass es klar ist, dass es intern ist. Aber prinzipiell würde ich sagen, der hier tut, was er soll.